Wenn es früher um das Thema Wolfram-Elektroden anschleifen ging, dann fing die Diskussion beim Schleifstein an und hat dann damit auch wieder aufgehört. Wenn man draußen auf Montage war, dann hat man sich die Wolfram-Elektroden zum WIG-Schweißen einfach mal an der Flex angeschliffen. Das war es dann aber auch. Heute gibt es da wirklich viele Möglichkeiten. Unter anderem viele Wolfram-Elektroden-Schleifgeräte. Sowas wollen wir uns heute auch zusammenstellen. Ich will nicht sagen basteln oder fertigen, wir wollen sowas ausprobieren. Denn es gibt auch verschiedene Aufsätze für diverse Schleifgeräte, die man nutzen kann. Ich habe hier so richtig schöne, schnieke Aufsätze. Und die wollen wir heute einfach mal auf einen kleinen Minischleifer. Und nicht irgendeinen Minischleifer, sondern auf meinen kleinen Parkside-Minischleifer. Da ist er. Da sind hier meine Dosenhalter. Und der oberste Dosenhalter, der ist dafür prädestiniert, dass da dieser kleine Parkside-Mini-Schleifer drin ist. Und daraus bauen wir uns heute oder schrauben uns zusammen ein Parkside-Akku-Wolfram-Elektroden-Schleifgerät. Das Ganze bietet dann natürlich viele Vorteile. Ich kann das Ganze mobil mitnehmen, ich kann draußen damit arbeiten, kann meine Wolfram-Elektroden draußen anschleifen, habe diesen giftigen Schleifstaub nicht in der Werkstatt und ich habe noch viele andere Möglichkeiten und Vorteile. Ich habe das lästige Kabel nicht im Weg, also ist wirklich eine sehr praktische Angelegenheit. Ich habe ein Wolfram-Elektroden-Schleifgerät, das ist auch wirklich sehr schön, nutze ich auch viel. Ich habe das immer mit dem Kabel so gelöst, ich habe das Gerät an der Tür positioniert und wenn ich die Wolfram-Elektroden anschleife, wenn es nicht gerade ganz kalt ist draußen und regnet oder dergleichen, dann gehe ich einfach raus vor die Tür, nehme das Kabel mit und dann schleife ich das Ganze. Aber es ist natürlich nochmal eine Stufe praktischer, wenn demnächst hier oben so ein kleines Akku-Wolfram-Elektroden-Schleifgerät steht, das ich mit rausnehmen kann. Wenn ich mal irgendwo hinfahre, irgendwas mache und nicht genug Wolfram-Elektroden mit habe, dann habe ich das Gerät dabei. Dann kann ich damit mobil meine Wolfram-Elektroden anschleifen. Der große Vorteil ist natürlich auch so ein Mini-Schleifgerät, Mini-Feinbauschleifer. Ich sage immer, der Lidl Mini-Schleifer, der kostet 20 Euro. Ich bin da längere Zeit immer dran vorbeigelaufen, weil ich gedacht habe, für 20 Euro kann das wirklich nicht sein. Aber wenn man den erstmal hat, dann ist der wirklich sehr praktisch. Wie gesagt, Akkugerät, Drehzahl reguliert. Man hat hier eine Anzeige, wie voll der Akku ist. Man kann das Ganze hinten laden. Praktischerweise der gleiche Stecker, mit dem ich auch mein Handy lade. Ich habe hier oben eine Spindelarretierung. Das Ganze kommt in so einer kleinen Kiste mit unwahrscheinlich viel Zubehör. Ich habe hier einen richtig guten Fräser drauf und damit kann man wirklich so wunderbar arbeiten. Ich muss mir, also wenn ich das mit dem Wolfram-Elektroden-Schleifen auch mit dem Gerät mache, dann muss ich mir auf jeden Fall nochmal einen zweiten gönnen, weil das mit diesem Fräser möchte ich auch nicht missen. Wenn man jetzt irgendeine Bohrung hat, irgendwo was hat, da gibt es immer ja irgendwo im Haushalt oder dergleichen, irgendwo ist ein Grat dran, irgendwo passt was nicht hundertprozentig, kann man immer mitnehmen. Wenn man irgendeine Schweißkonstruktion hat, man hat einen Schweißpickel da, einen Spritzer, den man nicht abkriegt, kann man hier mit wegfräsen. Also ein guter Fräser in so einem Gerät ist wirklich Gold wert. Es gibt so viele Anwendungsfälle, wo man irgendwas hat, ob es im Haushalt ist, ob es irgendwo am Auto ist oder irgendwo, wo man irgendeine Kleinigkeit mal wegfräsen muss, wegschleifen muss, kann man alles mit dem Gerät wirklich sehr praktisch machen. Die Zubehörteile, die dabei sind, für 20 Euro sind die sicherlich okay. Aber wie gesagt, wenn man damit ein bisschen vernünftig arbeiten will, empfehle ich so einen richtig schönen Fräser. Der kostet fast genauso viel wie dieses ganze Gerät. Ich glaube, der kostet 12,99 oder 14,99 und das Gerät, wie gesagt, 19,99. Für 19,99, wenn man den jetzt online bestellt, kostet er 22,90 und wie gesagt, mehrfach im Jahr im Angebot für 19,99, da ist das wirklich ein absoluter Schnapper. Auch so, wie der in der Hand liegt. Der wiegt ja wirklich nichts, hat hier diese Softgrip Flächen, da liegt der wirklich richtig gut mit in der Hand. Also kann man echt schön mitarbeiten. Habe ich schon viele tolle Projekte mit. Ich habe den hier so ungefähr ein Jahr und ich möchte den wirklich nicht mehr missen. Und wenn ich jetzt anfange, damit auch Wolfram-Elektroden anzuschleifen, dann werde ich mir definitiv einen zweiten kaufen. Ich hatte mir so überlegt, einen zweiten zu kaufen, auf dem ich so ganz kleine Trennscheiben rüste, weil das ist auch eine ganz tolle Funktion. Ich habe mir da so ein Set mit Trennscheiben bestellt, da kann man auch an Stellen hinkommen, wo man sonst wirklich nicht hinkommt. Aber mit der Trennscheibe ist natürlich eine gefährliche Sache. Muss man immer sagen, wenn man hier so eine kleine rotierende Trennscheibe. Heute geht es um diese Diamantenscheiben. Die habe ich mir als kleines Set bestellt, weil ich nicht die richtige Aufnahme da hatte. So eine Diamantenscheibe hatte ich noch. Ich habe das gleich mit Aufnahme bestellt. Und dann haben wir hier unsere kleinen Aufsätze. Und die wollen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen näher angucken. Das Ganze ist jetzt eigentlich eine sehr einfache Angelegenheit. Ich kann hier
diese Verschraubung lösen. Und dann habe ich hier den Ansatzpunkt für meinen Wolfram-Elektroden-Schleifaufsatz. Und zwar habe ich hier diesen grundlegenden Aufsatz. Wir werden gleich die Diamantscheibe rüsten. Jetzt geht es erstmal um die grundlegende Funktion, um das Ganze zu sehen, wie schön und kompakt das Ganze ist. So haben wir das Gerät. Jetzt kommt hier der Schleifkopf drauf oder der Schleifaufsatz drauf und schon ist unser Gerät fertig. Wirklich sehr schönes, kleines, kompaktes Gerät. Jetzt habe ich hier den Kopf, der ist für 2,4 mm Wolfram-Elektroden gerüstet. Das ist ja eigentlich auch so diese Standard-Elektrode, die jeder immer und immer wieder verwendet. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier vorne ist das Ganze auch eingeprägt, ich habe jetzt die Möglichkeit, an drei verschiedenen Stellen hier jeweils zu schleifen und habe da drei verschiedene Winkel. Derjenige, der das Ganze gedruckt hat, hat hier auch noch schöne Röhrchen eingesetzt. Also es ist eine wirklich sehr praktische Sache, sehr gelungene Sache. Die Röhrchen verhindern natürlich, dass sich die Bohrung auf Dauer hier, dass sich die irgendwo so ein bisschen aufweitet oder ein bisschen ausrundet und dass man dann da so ein bisschen Spiel drin hat. Also hier hat man Röhrchen drin und damit kann man längerfristig ganz genau arbeiten. Ich habe hier 1, 2, 3 als Punkte. Ich habe einmal einen sehr spitzen Winkel, einmal einen sehr stumpfen Winkel und noch einen schönen Winkel mittendrin. Ich müsste nochmal die Winkelzahlen, die gebe ich ja einfach nochmal an, muss ich mir nochmal genau angucken. Also so ist das als System und ich denke mal, das ist schon eine sehr, sehr kleine, kompakte Lösung. Ich kann das Ganze jetzt hier oben wieder abschrauben und habe hier noch die Möglichkeit, mir den Aufsatz aufzuschrauben. Hier kann ich Wolfram-Elektroden abschleifen. Wenn ich da nicht mehr mit reinkomme, kann die ganzen Wolfram-Elektroden kürzen. Ist auch eine schöne Sache. Ist wahrscheinlich was, was ich eher weniger nutze. Und ich habe zusätzlich noch die Möglichkeit, wie gesagt, ich werde mit dem Gerät wahrscheinlich meistens rausgehen arbeiten. Hier gibt es sogar noch eine Absaugung. Das heißt, damit wird das Ganze gekapselt. Ups. Also wirklich sehr praktisch. Jetzt kann ich hier mit einer kleinen Absaugung rangehen, mit einem 20er Röhrchen und kann das Ganze auch noch absaugen. Das ist das Ganze wirklich hundertprozentig gekapselt. Hier oben zieht da ein bisschen Luft an, eine ganz kleine Bohrung. Wenn ich jetzt hier wirklich dann irgendwo kleine Absaugung dran mache oder so, kann ich dann auch damit absaugen. Und ich denke mal, das ist wirklich ein sehr kleines, kompaktes System. Und ich habe hier noch einen zusätzlichen Kopf. Das sieht wirklich richtig schnucklig aus. Wie gesagt, ich verlinke das Video dazu, wie derjenige erklärt, wie man das Ganze rüstet. Ich werde das jetzt auch mal rüsten, gucken, ob das bei mir auch so gut funktioniert. Und dann wollen wir damit natürlich schleifen. Wolfram-Elektroden, wie gesagt, ich verwende standardmäßig immer die 2,4 mm pinke Wolfram-Elektrode. Die nehme ich für alles, sieht man auch hier dran, ja, Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl. Also man kann da wirklich alles mit schweißen. Theoretisch braucht man wirklich nur die pinke. Gold ist sehr beliebt, funktioniert gut bei Stahl und bei Edelstahl. Pink ist, wie gesagt, universell, hat eine riesen Standzeit. Aktuell will ich noch mal ausprobieren die weiße Wolfram-Elektrode. Da gibt es Leute, die sagen, also die sich richtig gut auskennen, die sagen, für Aluminium ist die weiße wirklich das Beste, was es gibt. Darum will ich das Ganze auch noch mal ausprobieren, aber normal nehme ich nur die pinke. Nehmt auch nicht 10 verschiedene Wolfram-Elektroden. Am Anfang sind die Wolfram-Elektroden alle schön lang, haben hier diese farbliche Kennzeichnung mit den Jahren. Kommt das Ganze dann so ein bisschen durcheinander und dann weiß man gar nicht mehr, hat man so eine Kiste mit Wolfram-Elektroden, weiß gar nicht mehr, was man da so alles hat. Bei den 2-4ern habe ich auch goldene und pinke im Einsatz und muss sagen, das ist auch bei mir so ein bisschen durcheinander gekommen. Es gibt Leute, die sind so konsequent, aber wenn man dann so ein bisschen am Stress ist und am Schweißen ist oder so, ratzfatz legt man die alle in eine Kiste und dann weiß man gar nicht mehr, wo es herkommt. Ja? Ich gehe meistens bei den großen Packungen dann so vor, dass ich mir nur die Enden abschleife, dass man die Farbe hier oben sichtbar lässt. Ja, aber irgendwann, wie gesagt, werden die auch kleiner. Und es gibt natürlich auch viele Anwendungen, wo man den Brenner schön klein haben möchte. Ich finde das natürlich auch immer schön klein und filigran. Darum am besten teilt man die, sage ich mal, hat man schon die Farbe wieder weg. Also, wie gesagt, eine Elektrodenfarbe ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Aber wir wollen ja nicht über Elektroden fachsimpeln. Das werden wir demnächst nochmal machen, weil ich da noch ein paar spannende Aspekte zum Thema Wolfram-Elektroden habe. Wir wollen heute schleifen und das Ganze werde ich jetzt rüsten
und werde das Ganze dann mal ausprobieren. Diese Diamantscheiben hier, die habe ich einfach bei eBay bestellt. Die kosten als Set, wie viel sind das hier? 10 Stück mit 2 Aufnahmen, kostet irgendwie 12,99 Euro inklusive Versand. Da hat man also wirklich was lange von. Das sind 30 mm Scheiben, 30 oder 35 mm Scheiben. Also ich glaube hier unten auch einen Link. Und die kann man dafür verwenden, beidseitig verwenden. Ich wollte erst von einem normalen Wolfram-Elektroden-Schleifgerät das Ganze nehmen, aber die haben kleinere Durchmesser. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Rüsten und dann geht's los mit den Schleifversuchen. Ja, das Montieren geht relativ schnell und zwar, ich muss einmal die Kappe aufschrauben, vorher den Dorn montieren, den Dorn wirklich nur handfest ziehen, dann kann ich die Höhe justieren, dazu vielleicht auch nochmal das Video angucken, der hat das auch sehr schön beschrieben, die Höhe justieren mit dem Deckel, ja, dann drehe ich das Ganze wieder ab, ziehe das Ganze mit dem Schlüssel fest, damit es richtig fest ist, dann kann ich meine Kappe hier wieder aufschrauben und kann dann meine Diamantschleifscheibe festschrauben und schon ist das Ganze fertig. Dann habe ich diesen Aufsatz und ich habe es, wie gesagt, hier oben eingedruckt, eingeprägt. Da habe ich dann, die 1 ist 30 Grad, die 2 ist 45 Grad und die 3 ist 60 Grad. Ich habe hier auch immer die Nummern. Das ist hier die 1, werde ich wahrscheinlich standardmäßig benutzen. Schöner, spitzer Winkel. Ich kann das Ganze hier einführen durch dieses kleine Röhrchen und ich sehe durch dieses Fenster genau, wie ich jetzt hier schleife. Also es ist wirklich schön gelöst. Wenn ich jetzt meine Absaugung hier dran mache, da habe ich sie, dann nütze ich natürlich dieses Fenster zum Absaugen, dann sehe ich da in diesem Moment nichts mehr. Ja? Andere Möglichkeit, wie gesagt, vorhin gab es hier diesen Deckel, damit kann ich irgendwo zum Beispiel eine Wolfram-Elektrode kürzen oder auch, ich habe ja nicht immer, dass ich standardmäßig hier die Wolfram-Elektrode nur so einen ganz kleinen Punkt hat. Manchmal komme ich auch ins Schmelzbad, beziehungsweise habe mal so einen Tropfen Schweißzusatz hier dran, dann kann ich das hier mit vorschleifen. Ist also auch an alles gedacht. Also das ist wirklich ein sehr, sehr praktisches Konzept und vor allen Dingen auch noch ein relativ günstiges Konzept, wenn ich mir so einen Aufsatz hier in der Form entweder selber drucke bzw. bestelle und dann so ein 20-Euro-Teil und es ist mobil. Ich werde wahrscheinlich nicht absaugen, ich werde es so machen, ich werde immer rausgehen und draußen schleifen, an der frischen Luft schön, da sehe ich das Ganze hier. Es gibt auch gekapselte Varianten, die haben dann hier irgendwo Klarsicht oder oben. Da ist natürlich, wenn ein bisschen Schleifstaub da drin ist, dann wirbelt der Schleifstaub rum, dann sieht man da meistens auch nichts mehr. Ich hatte das schon mal eine Variante hier, ist also auch nicht. So ein Fenster ist schon eine schöne Sache. Einfach nach draußen gehen, vielleicht zusätzlich trotzdem noch einen Mundschutz aufsetzen und man kann das Ganze dann da schön schleifen. 3 verschiedene Winkel. Ich werde jetzt einfach mal meine pinken Wolfram-Elektroden damit schleifen. Das Ganze mache ich natürlich draußen und dann gucken wir uns einfach mal die Ergebnisse an. Also der erste Eindruck, der ist wirklich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Schönes, kleines, mobiles Gerät und wenn ich dann da fertig bin mit diesem Video, dann werde ich alles kurz und klein schleifen, was ich hier irgendwo habe, alles anschleifen, was ich an 2 4er Wolfram Elektroden habe. Man kann das Ganze natürlich auch in einer 3 2er oder 1 6er Version drucken. Also wirklich ein sehr gelungenes Konzept, hat mir von Anfang an, wo ich das erste Mal gesehen habe, gleich sehr, sehr gut gefallen, habe ich gedacht, das musst du mit nutzen. Das kommt jetzt da oben in der Ecke und dann habe ich immer eine mobile Möglichkeit, um Wolfram Elektroden zu schleifen. Ich habe jetzt einfach mal 6 Wolfram-Elektroden in verschiedenen Winkeln angeschliffen. Man muss sagen, das Ganze funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe mein normales Wolfram-Elektroden-Schleifgerät mal hierher geholt. Damit habe ich immer den perfekten Winkel, den 30-Grad-Winkel. Das ist hier Länge 2x D und diese ungefähr 2x D. Diesen Winkel habe ich hier auch, habe ich hiermit auch geschliffen. Was man merkt, hier habe ich mehr Leistung bei dem Gerät und eine kleinere Scheibe. Hier habe ich eine größere Scheibe, weniger Leistung. Das merkt man wirklich deutlich. Ich würde mal behaupten, hiermit kann ich 50% schneller, 30, 40, 50% schneller eine Wolfram-Elektrode anschleifen. Also man merkt es wirklich. Es ist nicht so, dass ich die Scheibe hier anhalte, aber man kann nicht so mit Volldampf reingehen und
Bisschen weniger Dampf, das merkt man. Das ist aber so das einzigste Negative, was ich festgestellt habe. Ansonsten sehr schöne Lösung. Schön draußen die Wolfram-Elektroden angeschliffen. 6 Stück habe ich hier angeschliffen. Ein Ergebnis schöner als das andere. Ich will gleich mal eine Spitze nachmessen. So. Habe ich hier schon mal meinen Messschieber da. Und hier habe ich nochmal das Datenblatt, damit man das nochmal sieht. 30 Grad oder 2 mal D. Das ist meine schöne Werkstattkarte. Verlinke ich hier unter. Das ist hier dann, müsste ungefähr 5 mm sein, also 2 mal der Durchmesser sein. Werde ich gleich mal ungefähr nachmessen. Damit kann man wirklich schön arbeiten. Das ist auch der Winkel, den das Gerät immer produziert. Schöner Winkel zum Wickschweißen. Was ich jetzt nicht ausprobiert habe, ist die Absaugung und die Variante hier. Absaugung wird bei mir wahrscheinlich auch nicht zum Einsatz kommen, wollte ich der Vollständigkeit halber hier aber mal vorstellen. Also ich sag mal, ist eine sehr, sehr schöne, coole Lösung. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal einen zweiten besorgen, dass ich einen mit Fräser und einen zum Wolfram-Elektroden-Schleifen habe. Und ich hatte mir verschiedene andere Aufsätze schon mal besorgt. Mit den Aufsätzen war ich aber nicht so glücklich. Was hier schön gelöst ist, ist, dass man hier diese kleinen Röhrchen eingesetzt hat. Ich habe mir einen Aufsatz bestellt. Den hatte ich extra von Alibaba Express oder AliExpress bestellt. Der kam dann nach 4 Wochen und da habe ich nach 3, 4 Wolfram-Elektroden, die ich zum Test geschliffen habe, hatte ich gleich schon das Problem, dass ich die Bohrung so ein bisschen ausgeleiert hatte. Also sehr unglücklich. Da ist das natürlich eine viel bessere, langlebige Lösung. Und vor allem das Mobile mit dem Akku. Also mir gefällt das richtig gut, muss ich sagen. Ne? Einziges Negative, so ein Gerät hat wirklich mehr Dampf. Aber sonst kann ich da nicht viel Negatives drüber sagen. Ich werde mal das Originalvideo verlinken. Da erklärt derjenige, der sich das mal ausgedacht hat, wie man das Ganze montiert. Und darunter ist dann auch die Datei zum Drucken verlinkt. Will ich mich irgendwann auch mal mit beschäftigen, mit 3D-Drucken, aber habe ich bisher noch nicht geschafft. Werde ich wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht schaffen. Wer sich für die Aufsätze interessiert, nicht selber drucken will, verlinke ich hier unter. Könnt ihr euch angucken. Ansonsten, wie gesagt, richtig coole Sache. Ich werde jetzt die restlichen Wolfram-Elektroden hier nochmal anschleifen. Ich hoffe, das war ein interessantes Thema. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, freue ich mich immer tierisch über einen Daumen hoch. Bis dann und viel Spaß beim Schleifen. Euer Manni.